So, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ja, diesmal geht es ja Schlag auf Schlag. Ja, das war für mich jetzt auch ein Projekt. Da will ich eigentlich nicht ewig warten lassen. Und ja, und da habe ich gedacht, ja, sobald ich immer einen Teil fertig habe, wird er veröffentlicht. So, ich habe das ganze Ding da, habe ich jetzt fertig gemacht, zeige ich euch das gleich. Ja, vorab will ich mich nochmal bedanken für die Kommentare in Teil 1. War auch einige Kritik dabei. Und ja, nehme ich gerne Ratschläge auch. Ich habe ja auch nicht immer so Ahnung, was man da verwenden kann. Bastel halt noch nicht so arg lang mit Holz. Habe ich es jetzt halt fertig gemacht. Bodenblatt habe ich andere genommen. Das ist jetzt Weichholz. Habe ich aber auch alles lasiert. Und dann ja, das Häuschen zweimal lasiert, das Dach zweimal gestrichen und noch einmal Klarlack drüber. Also ich habe schon versucht, dass das so weitgehend witterungsbeständig ist. So, jetzt zeige ich euch das Ganze mal geschwind noch. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, sieht das richtig klasse aus. Schönste Vogelhaus aller Zeiten. Okay, und wie ich das Ganze gebaut habe, das könnt ihr jetzt gleich sehen. Bis gleich. So, Kines, jetzt geht's los mit Teil 2 von meinem Nistkasten. Die Pflicht hatte ich ja im ersten Teil und jetzt kommen die Kühe. So, jetzt habe ich hier, habe ich jetzt mal soweit alles vorbereitet. Ja, das alte Teil, das habe ich schon 100 Jahre. Ja, habe ich das mal wieder rausgekramt. Das brauche ich dann, wenn ich Gärung säge. Ja, da hinten. Hier hatte ich noch ein bisschen von dem Buchenleimholz übrig. Denke ich, das ist ein bisschen witterungsbeständiger. Ja, wie jetzt das Grundgestell. Da habe ich gestern mal noch Leiste geschnitten. Und hier habe ich mir mal, ja, 90 Grad Winkel. Da habe ich mir gerade so zwei Leiste mal in die Kommode geschraubt, wo ich dann, ja, das auf Gärung zaubern kann. Hier, da habe ich jetzt auch gestern noch, mal gucken, mit meiner tollen Vorrichtung, wo ich gezeigt habe. Da habe ich jetzt die ganze Schindeln schon mal geschnitten, in Karton voll. Ja, und das gibt ja dann die Ziegel. Ja, und da werden aber auch die Ecke so ein kleines bisschen noch abgerundet. Ja, wollte ich euch das auch mal zeigen. Also war ich da auch schon mal fleißig. Ja, so das erste Maß hatte ich mal genommen, habe ich auch gezeichnet, dann tue ich das immer, ja, habe ich jetzt 8 Stück, brauche ich für die Anhöhe, habe ich das mit Tesa umwickelt, dass zusammen bleibt, habe das da auch gezeichnet und ja, mit dem Tesa halbiert und da ist dann die andere Seite, ja, ist auch noch geklebt, wenn ich dann wieder zusägen muss. So, jetzt habe ich hier die Leiste und da habe ich hier jetzt den Anschlag für die Oberfräse, mache ich die jetzt auf. Jetzt sind da die Kanten, ich weiß nicht, wie man es am besten sieht, sind jetzt ganz leicht aufgefasst. Ja, so gefällt mir das. Mache ich da jetzt mal weiter und ja, und dann gucken wir, wenn es ans Verleimen geht. Muss ich ja immer so Stück für Stück muss ich mich vorarbeiten. So, jetzt habe ich hier mal die aufgefasst alle. Ja, und jetzt gucke ich mal da mit dem Verleimen, wie ich das hinkriege.
jetzt kann man die Leiste da so drauf. So, meine Lieben, habe ich die Leiste jetzt alle fertig drauf. Zeige ich euch das mal. Ringsrum, ja, bin ich begeistert. Gefällt mir das richtig gut. Ja, aber stellenweise ein bisschen Futtelarbeit, die ganzen Teile da neu zu sägen. Ja, macht mir aber trotzdem Spaß. Ich habe ja Zeit, bin ich beschäftigt. Ja, wollte ich euch das mal zeigen. Und wie gesagt, und ich denke halt, ja, durch das Buchenholz ist das auch vor der Witterung ein bisschen besser geschützt. Habe ich das jetzt soweit fertig. Und jetzt fange ich dann auch mit den Ziegeln. Habt ihr ja gesehen, habe ich alle schon zugeschnitten mit meiner Vorrichtung. Jetzt tue ich die Ecke noch ein bisschen abschrägen. Muss ich mal hinstellen, das ist schwer. Ja, und baue ich jetzt da mal um. Tue dann die Ecke ein bisschen ausschrägen. Und dann geht's los mit Dachdecke. Ja, und dann geht's langsam ans Ende zu. Wollte ich euch das nur mal jetzt wieder Zwischenergebnis zeigen. Und hier halt, ja, da kann man sehen, wo ich gepfuscht gehabt habe. Ja, da habe ich jetzt auch noch einmal ein Brettchen neu. Ich habe das abgeschnitten, dass es doch zu ist. Ja, sonst lässt mir das keine Ruhe. Okay, wollte ich euch das mal zeigen. Jetzt baue ich mal wieder um und zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Da habe ich jetzt mal alles aufgebaut. Mein Millitellerschleifer, wo ich mir mal gebaut habe. Ja, der tut für mich. Wenn wir arbeiten, bin ich sehr zufrieden. Ja, muss ich halt immer ein bisschen mit den Schraubzwingen festmachen, ja, dass man den nicht weghupst. Jetzt habe ich ja hier, wie man sehen kann, die ganzen Schindeln. Ja, und hier halt noch einmal für die, wo fertig sind. Jetzt schalte ich das mal auf, zeige ich euch das einmal, wie ich das gedacht habe. Ja, manche muss man noch ein klar bisschen nacharbeiten. Schalte ich mal auf. So sehen die jetzt aus. Also will ich es auch nicht rund machen. Gerade die Ecke so ein bisschen abgeschrägt. Und ja. Und da legen wir mal jetzt los. Letzte. So, das war das Letzte. Ja, habe ich die jetzt alle aufgeschrägt. Ja, habe ich die immer beim Schleifen noch einmal gedreht, weil wenn ich von der einen Seite geschliffen habe, war das unten immer so ein bisschen ausgefranst. Und da habe ich es halt immer noch einmal gedreht, ja, dass das auch weggeht. So, jetzt habe ich die mal alt, ich hoffe, dass sie reichen. Wenn nicht, muss man halt noch einmal ein paar machen. Und ja, und dass das halt auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, werde ich es dann sehen. So, wie gesagt, jetzt geht's ans Dachdecke. Eine Reihe habe ich jetzt schon einmal festgemacht.
Und ich habe mir da so eine Linie, ja, bin ich kein Dachdecker, weiß ich, ja, komme ich nicht ganz aus, aber ja, da kommt ja noch einmal Leiste überall drauf. Ich habe mir so eine Linie gemacht, dass das immer so 1 Zentimeter übersteht. Ja, dann habe ich ein paar, habe ich mir da halbiert. Und ja, muss ich halt auch mal gucken, wie ich da dann vorwärts komme und ob das funktioniert. So, jetzt tue ich da mal weitermachen. Ja, da habe ich noch ein Messerchen, falls ich irgendwie mal was schneiden muss, noch bearbeiten muss. Ja, die Reihe ist jetzt fest. Ja, und da dürfen wir halt Joints. Gucke, wie das funktioniert. Da muss auch drauf. Die Kante. Da muss ich die Hebe auffangen. So, die zweite Reihe auch schon drauf. Ja, lass das jetzt mal ein bisschen ausziehen. Und dann tue ich halt hier innen noch einmal so mit Leim, dass das richtig fest. Ja, muss ich mal gucken. Halt Stück für Stück vorarbeiten. Ja, so mache ich das Ganze jetzt auf. Fällt mir das ganz gut. Und ja, bin schon mal gespannt, ob die lange sieht wieder nicht so aus, werde ich dann erfahren. Und jetzt mache ich da Stück für Stück, mache ich da jetzt nur, muss halt immer irgendwie jetzt trocknen lassen, das ist blöd. Ja, oder ich muss kippen, dass es flach. So irgendwie. Naja, gucke ich jetzt mal und wie gesagt, fällt mir das gut. Mache ich jetzt mal weiter und zeige ich euch dann wieder Zwischenergebnis. So, vorhin habe ich ja gezeigt, das eine Dach ist jetzt fertig. Habe jetzt aber hier oben auch noch einmal eine Reihe drauf gehockt, dass das geschlossen ist. Ja, gefällt mir das besser. Und ja, jetzt habe ich hier an der Seite und auf der anderen Seite gehe ich über. Die unterste Reihe schon mal hingehockt. Ja, hier dann da unten drin. Ja, das wird dann ein bisschen verzwickt. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen soll. Naja, kriege ich es auch noch hin. Muss halt immer einzeln aufpassen an der Schräge, ja, so wie hier. Und ja, zum Schluss tue ich das dann eh so ein bisschen ja, mit so einer Spachtelmasse zumachen, dass so kein Wasser neu kommt, wenn es regnet. Ja, und dann ist ja hier das Dach, ist auch noch zu machen. Und ja, was ich aber noch übrig habe, ja, gerade mal da eine Handvoll. Also, da habe ich mich ganz schön verschätzt. Ne? Da ist ganz schön was an Schindeln draufgegangen. Aus dem Grund, mache ich mal hier rum, habe ich mir halt jetzt noch einmal, ja, gestern noch einmal, ja, noch einmal so einen Karton voll. Also ein bisschen mehr habe ich mir jetzt noch einmal so Schindeln geschnitten und die tue ich da jetzt noch einmal schleifen. So, da geht es weiter, ab am Zwerg und ja, und später wird dann wieder geläumt. Ja, habe ich mich ganz schön verschätzt. Naja, man lernt nie aus. So, hier ist jetzt das gute Stück.
Ja, habe ich jetzt alles fertig. Ja. Fällt mir das jetzt richtig gut? Ja, so sieht es jetzt aus. Und ja, da hier muss ich gucken, da in der Rille, dass ich da noch was neu mache, dass da kein Wasser hinten drauf Und so, hier kommt. habe ich mir jetzt mal die Teile geschnitten, die Blende für die Giebel. Zwei Stück habe ich schon drauf. Gefällt mir das richtig gut. Ja, habe ich geläumt und ja, wieder so eine Nadel neu gemacht. Ja, jetzt muss ich die anderen zwei mache ich jetzt noch geschwind. Und ja, da ist das dann auch erledigt. Ja, habe ich mir mal wasserfester wieder geholt. Ja. Das kippe ich ein bisschen auf. So, es ist auch erledigt. Wieder Stückchen. Ja, wird es immer besser. So, ich habe jetzt hier oben am Giebel, da habe ich jetzt gerade so Rundstäbe drauf geläumt noch. Ja, los ist das auch so. Nur ohne in der Ecke drin, ja, da kommt dann noch einmal, wenn das richtig trocken ist, ein bisschen Kleber. Jetzt habe ich hier an der Kante, kann man sehen, ja, habe ich jetzt auch Eckleiste zugeschnitten. Ja, habe es mit Tesa, damit ich gleich weiß, wo sie hingehören. Ja, da musste ich aufpassen, hat es nicht gelangt. Ja. Und die läume ich jetzt auch noch geschwind fest und taggernadel neu. So, fangen wir jetzt hier auf. Ein bisschen Leim hinten drauf und fest getaggert. Streichen muss man das nicht. Habe ich das jetzt auch so weit fertig? Wieder Stückchen geschafft. Ja, hier noch einmal ja, Zwischenergebnis. Ja, habe ich in Nacht- und Nebelaktion habe ich da schon einmal gestrichen. Also das Haus selber, da habe ich so Lasur, Teak. Ja, gefällt mir ganz gut. Ja, das ist alles ein bisschen dunkler. Ja, und hier oben, da habe ich mal so rotbraun aufgemischt. Das mache ich aber noch ein zweites Mal, dass das richtig steckt. Und da ist das auch ein bisschen besser geschützt. Hier oben die Leiste habe ich auch braun gemacht. Ja, wollte ich euch das mal zeigen. Da habe ich gestern oben keine Ruhe gehabt. Ja, da bin ich halt noch mal vom Sofa aufgesprungen,
Ja, so wie man immer nachts mal an den Kühlschrank rennt. Ja, da habe ich das halt schon einmal gemacht. Jetzt streiche ich das erst fertig. Jetzt mache ich erst das Braune ringsrum überall. Und ja, und dann das Dach. Und dann ist das Häuschen dann soweit fertig. So, hier ist das gute Stück jetzt. Ja, fast fertig. Da habe ich noch einen Zaun, den habe ich jetzt noch drauf gemacht. Alles gestrichen, Dach alles gestrichen und hab richtig satt noch einmal Klarlack drauf. Ja, und hier drin, das habe ich auch abgedichtet. Da habe ich ja, so Sägemehl mit wasserfestem Holzleim aufgerührt. Ja, habe das da mit dem Finger erst schon mal so neu gedrückt und dann mit dem Pinsel noch ein bisschen. Also das ist jetzt auch alles dicht. Hier in der Ecke, also überall wo Wasser neu kann, habe ich abgedichtet. Ne? Jetzt hoffe ich halt, dass das funktioniert. So, jetzt ist das hier fast fertig. Ja, gestern war ich mit dem Schwiegersohn unterwegs. Habe ich mir noch so einen Ast gemopst. Ja, der kommt jetzt da noch so hier als Bäumchen. Wird von unten verschraubt. Können sich auch ein paar Vögelchen noch draufsetzen. Und ja, jetzt nehme ich das aber noch einmal ab. Und wenn jetzt die Löcher gebohrt und die Stange neu, habe ich da hinten, ups, ja, habe ich so Rundstäbe, die kommen dann unten noch drauf, das Bäumchen drauf, ja, und da ist das Ding dann fertig. Ah, hier ist das gute Stück jetzt, habe ich jetzt alles fertig gemacht. Ja, Löcher bohren, die Stäbchen da neu, Bäumchen festgemacht. Da jetzt auch. Ja, an der Öffnung selber, das lasse ich so. Ich habe jetzt die Kante ein bisschen verschliffen. Da mache ich da nichts mehr. Also wie gesagt, jetzt ist hier vorne ein Eingang. Hier ein Eingang. Und ja, hier hinten noch einmal. Ja, wenn ich da jetzt auch noch gefilmt hätte, das ja, hätte ich fast einen Dreiteiler machen können. So ist das Projekt jetzt abgeschlossen. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ja, und dann kann man jetzt nur hoffen, dass die Vögelchen das auch in Anspruch nehmen. Und falls nicht, und da kann man hier immer mal noch versteckt die Kamera, Überwachungskamera oder irgendwas neu bauen. Ja, und da erfüllt sie auch ein bisschen den Zweck. Ja, da habe ich noch den Ast da, das gefällt mir auch ganz gut. Können sich noch mal ein bisschen draufhocken. Ist das Projekt jetzt abgeschlossen? Freue ich mich, dass ihr drauf geblieben seid und mir verfolgt habt. Und ja, und jetzt hoffe ich, dass es heute mal ein paar Jahre ja, so bleibt, wie es ist. Und dann kann man ja mal wieder ein neues bauen oder noch ein paar dazu. Wird man dann sehen, war ja jetzt mal echtes. Okay, dann bedanke ich mich noch einmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bis denn!